Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns einen deckengleichen Unterzug, Bemessung auf Biegung und Querkraft an. Für den dargestellten deckengleichen Unterzug ist die Bemessung für Biegung, Feld und Stützung durchzuführen. Hierbei ist vereinfacht, mit einer rechteckförmigen Lasteinsfläche zu rechnen. Überprüfen Sie des Weiteren, ob Querkraftwährung erforderlich ist. Die erforderliche Querkraftwährung soll nicht ermittelt werden und die rechtwinklig zum deckengleichen Unterzug erforderliche Währung soll ebenfalls nicht ermittelt werden. Baustoff haben wir C3037, Beton, B500 Stahl, Eigengewicht, Deckenplatte soll berücksichtigt werden. Die Ausbaulast ist hier mit 1,2 und die veränderliche Einwirkung QK mit 2,5 kN pro Quadratmeter gegeben. Dann haben wir noch ein D1 von 4 cm. Hier sehen wir den deckengleichen Unterzug, Öffnungsweite von 3,40 m. Die Wanddicke ist hier 30 cm, hier 24 und die lichte Weite der Decke 6,50 m. Und die Deckenhöhe beträgt 25 cm. Okay, fangen wir erstmal damit an, das Eigengewicht der Decke zu berechnen. Das ist eine Deckenhöhe von 25 cm mal eine Wichte von 25 kN pro Kubikmeter plus die Ausbaulast trägt 1,2. Dann kommen wir auf 7,45 kN pro Quadratmeter. QK, das sind einfach 2,5 kN pro Quadratmeter laut Aufgabenstellung. Und wenn wir jetzt die Bemessungslast PD bestimmen, rechnen wir 1,35 mal 7,45 plus 1,5 mal 2,5, kommen wir auf 13,8 kN pro Quadratmeter. L-Effektiv, also effektive Länge der Öffnung des deckengleichen Unterzuges, ist einmal die 3,40 m plus die Höhe der Decke, rechnet man da vereinfacht. Also einfach LM plus H-Decke, 3,4 plus Deckenhöhe von 0,25, das heißt 3,65 Meter. So, wir überprüfen jetzt, ob wir dieses vereinfachte Verfahren, also Näherungsverfahren, überhaupt anwenden dürfen. Dafür rechnen wir L-Effektiv durch die Höhe der Decke, also die 3,65 Meter durch die Deckenhöhe von 0,25 Meter. Und das sind 14,6. Also, das ist kleiner als 15. Deswegen Näherungsverfahren darf angewendet werden. Dann kommt die Belastung des deckengleichen Unterzuges. Das ist das PDUZ. Das rechnet man mit BF mal PD. PD haben wir schon. Es geht jetzt also um die Belastungsbreite BF, die wir jetzt bestimmen wollen. Belastungsbreite BF. Und das ist L-Effektiv halbe mal Tangens 60 Grad. Das muss aber kleiner sein als LP halbe. Skizzieren wir die Situation. Wir haben hier unsere Deckenöffnung. Wir gehen jetzt von hier im Winkel von 60 Grad hier weg. Ne? Deswegen, hier das L-Effektiv. Das ist unser BF. L-Effektiv halbe mal Tangent 60 ist dieser Wert. Natürlich dürfen wir nicht größer sein als LP halbe. Wenn wir größer wären, dann würden wir halt hier irgendwo abschneiden, hätten wir so einen trapezförmigen und nicht dreiecksförmigen Verlauf. Ne? Also wir können nicht hier sagen, okay, wir kommen bis hier hin oder so, weil die Last hier in dem Bereich geht zu dieser Wand. Gut. Also Belastungsbreite BF
ist dann 3,65 halbe mal Tangent 60 Grad. Kommen wir auf 3,16 Meter. Kleiner als LP. LP ist 6,5 plus die halbe Wanddicke jeweils. Also 6,5 plus 0,15 plus 0,12 halbe, kommen wir auf 3,385 Meter. Also die 3,16 Meter maßgebend. PDUZ, also unsere Belastung des deckengleichen Unterzugs, ist also BF 3,16 mal PD 13,8. Damit haben wir einen Wert von 43,61 kN pro Meter. Im statischen System ist es so, weil das hier mittendrin liegt und nicht hier am Rand, also nicht hier schon eine Wand ist, die hier so quer läuft, ist das und das hier als Einspannung zu betrachten. Wir haben also einen beidseitig eingespannten Einfeldträger mit einer Gleichstreckenlast von 43,61 kN pro Meter. Wie bestimmt man da die Momente? Dafür gucken wir einmal ins Bautabellenbuch. Hier habe ich einen kleinen Auszug daraus. Wir haben hier einen eingespannten Träger mit einer Gleichstreckenlast. Die Stützmomente minus QML Quadrat Zwölftel, Feldmoment QML Quadrat 24stel. Rechnen wir also eben aus. Max MED im Feld. Belastung 43,61 mal die Länge 3,65 Quadrat durch 24. Kommen wir auf einen Moment von 24,21 Kilonewton pro Meter. Kilonewton mal Meter. Entschuldigung. Kilonewton Meter. Und dann Max MED der Stützung minus 43,61 mal 3,65 Quadrat und jetzt durch 12. Kommen wir auf minus 48,42 Kilonewton Meter. Ja, dann kommen wir zur Biegemessung. Zunächst die mitwirkenden Breiten. Mitwirkende Breiten für ein Endauflager. Die mitwirkenden Breiten wären, wenn wir hier in dieser Zwischenwand wären, doppelt so groß, ne? Weil wir hier nach links und rechts gehen würden. Hier ist links nichts, deswegen gehen wir nur nach rechts, deswegen ist B effektiv hier nur halb so groß am Rand. B-Effektiv F ist dann 0,25 mal L-Effektiv, also 0,25 mal 3,65, kommen wir auf 0,91 Meter und B-Effektiv für die Stützung ist 0,125 mal L-Effektiv, also 0,125 mal 3,65, kommen wir auf 0,46 Meter. Gut, dann kommen wir zur Biegemessung. Fürs Feld haben wir μds. Formel ist erstmal mEds durch b mal d Quadrat mal fcd. Fürs Feld haben wir dann μds. mEds ist im Feld 24,21 kN, also 0,02421 MN. Durch B effektiv haben wir gerade mit 0,91 Meter bestimmt. D Quadrat 0,21, fcd haben wir noch nicht bestimmt, das sind 17,0. Das ist einfach
0,85 mal FCK 30 durch 1,5. Kommen wir auf 0,0355. Gut, dann können wir damit in die Omega-Tafeln reingehen. Wir haben hier einen Wert von 0,0355, das heißt, wir liegen zwischen 0,03 und 0,04. Und wir interpolieren jetzt zwischen 0,0306 und 0,0410. Also Omega 0,0306 plus 0,0410 minus 0,0306. Beim Interpolieren können wir hier einfach die beiden rausstreichen, dann bleibt 0,55, also mal 0,55 haben wir 0,036. Damit können wir dann ein AS bestimmen. Omega mal B mal D mal FCD mal 1 durch FYD. Das heißt hier Omega 0,036 mal B 0,91, D 0,21, FCD 17,0, 1 durch 435 mal 10 hoch 4. Kommen wir auf 2,69 Quadratzentimeter im Feld. Dann gucken wir uns das Ganze an der Einspannung an. Also auch wieder als erstes μIds. Das Moment an der Einspannung 48,42. Also 0,04842 Meganewton. Durch die Breite an der Stützung 0,46 Meter. D 0,21. FCD 17,0. Kommen wir auf 0,140. Ja, 0,140, da brauchen wir nicht interpolieren. Da können wir aus den Omega-Tafeln ablesen. 0,1518. Ja, damit können wir das AS im Bereich der Einspannung bestimmen. 0,1518 mal B 0,46, D 0,21, FCD 17,0, 1 durch FYD. Mal 10 hoch 4 sind 5,73 Quadratzentimeter. Ja, dann wählen wir noch eine Bewährung. Im Bereich des Feldes brauchen wir 2,69, an der Stützung 5,73. Da können wir 3 Durchmesser 12 sind die 3,39 fürs Feld. Und zum Beispiel 4 Durchmesser 14, das wären 6,16 für die Stützung. Also Feld 3 Durchmesser 12, 3,39 Quadratzentimeter. Und eine Einspannung 4 Durchmesser 14, 6,16 Quadratzentimeter. Dann kommen wir zum Querkraftnachweis. Rechnen wir als erstes die Auflagekraft aus. Das ist hier einfach, müssen wir auch nicht nachgucken. Die Hälfte der Last geht nach links, die Hälfte nach rechts. Also CED 43,61 mal 3,65 halbe. Kommen wir auf 79,6 Kilonewton. Ja, B-Effektiv für die Querkraft ist Höhe Wand plus Höhe
Decke halbe, Höhe der Wand 0,3, H-Deckel sind 25 cm, also 0,25 halbe, das ist ein B-Effektiv für die Querkraft von 0,425 Meter. Jetzt ist es so, dass wir für den Querkraftnachweis immer im Abstand D von der Auflagevorderkante das Ganze nachweisen können. Also bestimmen wir die Stelle der maßgebenden Querkraft. Das ist XV. Skizzieren wir das ganz kurz. Das ist PD. Wir können von der Auflagervorderkante erstmal, also hier Abstand D von Auflagervorderkante bis hierhin, dieser Bereich, den können wir abmindern. Ja, hier die halbe Auflagerbreite in dem Bereich, die bekommen wir, indem wir hier nochmal reinschauen. Wir haben hier ein L-Effektiv, das ist 3,65. Ja, die Öffnung ist 3,40, das heißt, wir haben hier genau an jeder Seite 12,5 cm bis zum Auflager. Ja, das sind also hier 12,5 cm. Gut, damit bekommen wir hier ein XV von 0,125 plus 0,21. Das ist unsere statische Höhe. Das sind 0,335 Meter. Und damit bekommen wir ein reduziertes VED von der Auflagekraft 79,6 minus die Belastung PD des Unterzugs, das sind die 43,61. Mal 0,335 und das sind 65,0 kN. Jetzt wollen wir nur nachweisen, ob Querkraftbewährung erforderlich ist, nicht die Querkraftbewährung berechnen, also Querkraftbewährung erforderlich. Dafür rechnen wir das VRDC, das ist das Maximum von 0,1 mal K mal 100 mal Rho L mal FCK hoch 1 Drittel mal B-Effektiv für Querkraft, also B-Effektiv V mal D, verglichen mit V-Min mal B-Effektiv V mal D. Also erstmal den Maßstabsfaktor K, 1 plus Wurzel 200 durch D, D in Millimeter, 210 Millimeter also, kommt raus 1,98. Darf maximal 2,0 sein. Rho L ASL durch B-Effektiv V mal D. Wir haben ASL von 6,16 Quadratzentimeter. Das ist das, was wir hier bei der Biegemessung der Stützung gewählt haben. 6,16 Quadratzentimeter. Na, wir müssen hier die obere Bewährung wählen, weil die hier unter Zug steht, ne? In dem Auflagebereich hier. Durch B-Effektiv V 42,5, das haben wir hier gerade bestimmt, und D 21 cm, kommen wir auf 0,069, kleiner als 0,02. Schreiben wir noch dazu. Da hier eine Einspannung vorliegt, ist oben Zug. Deshalb obere Bewährung. Hier dann noch das Vmin. 0,035 mal K hoch 3 halbe mal FCK hoch 1 halb. Diese 0,035 gilt nur für D kleiner 600 mm. Haben wir 0,035
mal k 1,98 hoch 3 halbe mal fck hoch 1 halb, kommen wir auf 0,534. Ja, dann können wir damit VRDC bestimmen. VRDC ist Maximum von 0,1 mal k, das sind 1,98, mal 100 mal rho l, 0,06, da fehlt eine 0, ne, 0,0069. Mal FCK 30 hoch 1 Drittel mal B effektiv V, das hatten wir hier mit 0,425. FCK, D 0,21. Kommen wir auf 0,0485 Meganewton. Der Mindestwert ist dann 0,534 mal B effektiv V, 0,425 mal D. 0,21, 0,0477 Meganewton. Ja, und das ist kleiner als VED-RET. Das haben wir gerade hier oben bestimmt mit 65 Kilonewton. In Meganewton sind das dann 0,065 Meganewton. Und damit ist Querkraftbewährung erforderlich. Laut Aufgabenstellung sollen wir die erforderliche Querkraftbewährung dann nicht mehr bestimmen.